Hey Mann, du warst draußen, ich bin's Jan von Bicy Knight und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal. Heute habe ich mir mal überlegt, wir haben lange keine Footballkarten mehr geöffnet und heute habe ich 5 Fatpacks der Donruss Football 2019er Karten hier mit Patrick Mahomes vorne drauf. Sieht auf jeden Fall schon mal nice aus. In jedem dieser Fatpacks sind 4 exklusive Blue Parallels, die ganz nice aussehen. Und was ich so gesehen habe, sind, glaube ich, davon ist sogar einer Rated Rookie und manchmal sind so Image Variations da noch dabei. Und hier hinten sind die Odds zu sehen. Ganz klein gedruckt, sieht man jetzt nicht so top. Vielleicht, wenn es mal fokussiert. Auf jeden Fall steht drauf, man kann auch Autogramm ziehen. Wahrscheinlich, dadurch, dass es halt nicht groß hier für geworben wird, sind die sehr, sehr selten. Da steht auch was davon, dass die zu nummeriert zu 25 sind. Aber vielleicht haben wir Glück heute. Ich bin gespannt. Footballkarten sind immer nice. Natürlich ein paar coole Rookies ziehen. Wäre auf jeden Fall nicht schlecht. So, die besten sind natürlich Murray. Oh, ja. Wir schauen uns mal an. Das ist das Kartendesign. Für alle, die diese Serie noch nicht kennen. So sieht es von vorne aus. So von hinten. Ich bin schon mal gespannt auf die Chronicles Soccer. Also Fußballkarten kommen ja auch bald neu raus von Panini. Und bei Chronicles werden es auch, ich glaube von der Premier League, werden glaube ich Donruss-Karten dabei sein. Die werden dann sehr wahrscheinlich so ähnlich aussehen wie diese hier. Also wir fangen an mit Malcolm Jenkins. Mit Dak Prescott, Russell Wilson. Terry Bradshaw, also Legenden sind auch mit dabei. Joe Schobert, Jordan Howard, Pat Tillman, Kyle Rudolph, Anthony Hitchens von den Chiefs, sehr nice. Ja, das ist ein Chiefs-Spieler. Nelson, Michael Thomas, Dan Marino, LeSean McCoy, Keenan Allen, Hooper, Woods, Kelly. Dann haben wir Kevin Beard. George Kittle, Robinson, Garoppolo, Davis und jetzt kommen wir auch schon zu unseren exklusiven blauen Karten. Bin ich gespannt, wen wir heute ziehen können. So, also Press Proof und wir haben als erstes Luke Kuechly in blau. Sehr nice. Dann haben wir als nächstes Alshon Jeffrey. Ist das schon eine Image Variation? Nee. Von den Eagles. Dann haben wir einen Rated Rookie. Zwar Justin Hill. Das hätte besser sein können. Aber von Ravens, naja. Und dann haben wir Saquon Barkley. Das ist doch gar nicht schlecht. Und ich glaube, die vierten sind oft. Ja, hier, das V unter der Nummer steht für Variation, also ist so eine Image Variation. Das heißt, die Standardkarte sozusagen von ihm hat ein anderes Bild und dann gibt es noch Variations, die es dann ein bisschen seltener gibt. Auf jeden Fall ein richtig cooles Bild hier von Saquon Barkley. Also das ist auf jeden Fall eine richtig geile Karte. Dann unsere andere Inserts-Karte ist eine All-Time Gridiron Kings. Wahrscheinlich dann Legenden oder so. Und zwar Lawrence Taylor. Auf jeden Fall auch ein starker Spieler und eine Gridiron Kings. Das heißt, die hat so eine Canvas-Oberfläche. Ein bisschen. Auf jeden Fall eine geile Karte von den Giants. Ich weiß jetzt nicht, wie selten die sind oder wie auch immer. Dann kommen wir schon zu unseren Rookies. Da haben wir als erstes Greedy Williams von den Browns. Dann von den Raiders, Mullen Jr. und Rated Rookie Harry von den Patriots. Also noch ein Rated Rookie hinterher. Das war das erste Päckchen. Jetzt habt ihr ungefähr einen Eindruck bekommen, wie das so ist. Also am Ende 3 Rookies, eine Insert, 4 blaue. Ja, auf jeden Fall ein nice Päckchen. John hat sowieso immer wieder aufs Neue. Eine coole Serie. Kann man sagen. Und man bekommt eine Menge an Karten. Adam Thielen. Dann haben wir hier Carlos Hyde. Aber was richtig komisch ist, ihr seht hier, deswegen habe ich auch kurz gestockt.
Hier ist diese glänzende Schrift. Und bei Carlos Hyde ist das irgendwie vorgestanzt, aber wahrscheinlich gab es irgendwie, wobei das hier das RB ist glänzend, aber hier fehlt einfach der Name. Also ich denke, man kann es gut sehen. Der Name ist eingestanzt, aber da fehlt einfach die silberne Schrift. Also auf jeden Fall eine coole Karte, eine kleine Error-Card, würde ich mal schätzen. Und dann von den Chiefs, also eigentlich auch ganz cool. Als normale Base-Karte habe ich, also als ich habe die Base-Karte schon. Deswegen so ohne ist das eigentlich auch ganz interessant. Dann haben wir Rob Gronkowski, Jim Moore, Martinez, Penny, Smith, McDonald, Garrett, Kenny Stills, Uzoma, Adam Vinatieri, Mike Evans, Campbell, Davis, Richard, Philip Rivers, Tim Brown, Higgins, Elway, Herden, dann Jamal Adams, das ist glaube ich unsere letzte normale und jetzt haben wir wieder unsere blauen. Als erstes, ich habe schon den Namen gesehen, Ezekiel Elliott, ist in Ordnung. Dann als zweite Karte haben wir Doug Baldwin von den Seahawks. Also ich mache mal die Image Variation, Rated Rookie. So. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder ein Rated Rookie oder auch nicht. Eine normale Rookie-Karte, Marcus Green für die Falcons. Das jetzt, hätte besser sein können. Aber vielleicht kommen dann die krassen noch in anderen Takes. Und dann noch eine Press Proof von Lamar Jackson. Das ist auf jeden Fall richtig nice. Und wenn der Trend sich bestätigt, ist es wahrscheinlich auch wieder eine Image Variation. Ja. Also, das hätte auf jeden Fall. Da kommt auf jeden Fall die erste richtig gute Karte, würde ich mal schätzen. Lamar Jackson in Blau, Image Variation von den Ravens. Also ziemlich nice. Und dann haben wir Barry Snell Jr., aber umgedreht. Warte, wo kommt die hin? Ja. Gucken, das ist irgendeine Insert-Karte, glaube ich. Und zwar eine Elite Series Rookies. Die hat mal einen richtig kranken Glanzeffekt. Auch hier wieder bei den Inserts. Ich habe keine Ahnung, wie selten, wie toll welche sind. Aber ich kann nur sagen, wie sie aussehen. Und die sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. So, also die zweite Insert-Karte. Diesmal glänzend. Und jetzt kommen wir zu unseren Rookies. Cox. Da haben wir Dexter Lawrence und Tristan Hill. Hier. Also unsere drei Rookies. So, weiter geht's mit dem nächsten Fatpack. Also die Lamar Jackson war auf jeden Fall schon mal ziemlich nice. Leider ja keine Rookie-Karte von ihm, aber nimmt man auf jeden Fall gerne. Natürlich suchen wir nach dem Coverstar hier, nach Paddy. So. Wir beginnen aber erstmal mit Ogletree, Chandler Jones, Adam Thielen, Carlos Hyde, hier jetzt nochmal richtig, nochmal Rob, also viele ähnliche Karten wie eben. Ich glaube, es ist einfach, glaube ich, 1 zu 1 das gleiche Päckchen wie eben. Jalen Smith, Matt Ryan, Ed Reed, Kenny Stills, ich glaube, es ist wirklich das gleiche Päckchen wie eben. Also die haben, kennen wir alle schon. Wobei, nein, doch nicht alle. Bei Lamar Jackson hatten wir eben noch nicht. Snice, Riggins, John Elway, Hernan. Und jetzt kommen wir zu unserem blauen. Da haben wir als erstes Alec Ogletree. Wobei, den hatten wir eben da auch schon gezogen. Ich glaube, da hat er ein anderes Bild, oder? Das ist, nee, keine Variation, egal. Dann als zweites, ich mach mal so, haben wir Chandler Jones von den Cardinals. Dann unser Rookie. So rum, glaube ich. Wenn es ein Rookie ist. Ja, es ist Marcus Green, wieder der gleiche wie eben.
Also zwei Päckchen hintereinander die gleiche. Und unsere Image Variation ist nochmal Lamar Jackson. Also den nehme ich nochmal. Zweimal fast das gleiche Pack. Mal gucken, was jetzt unsere Insert ist. The Rookies steht schon mal drauf. Aber ich glaube, die ist wieder umgedreht. Wie machst du das am besten? So, wir gucken uns erstmal die normalen Rookies an und dann gucken wir die Rookies Insert-Karte an. Aber als erstes Harmon, dann Manogu und Rated Rookie Devin Bush. Also unsere Rookies und jetzt kommen wir zu unserer The Rookies-Karte und es ist Nick Bosa. Ist in Ordnung. Sieht auf jeden Fall auch ziemlich cool aus mit diesem Mosaik. Glanzeffekt. Also, schöne Karte. Und wieder einen Lamar Jackson bekommen. So. Viertes Päckchen. So, erstmal die Base-Karten wieder. Gehen wir mal durch. Also, coole Karten auf jeden Fall. Wir haben Chiefs-Spieler, den lege ich mal raus. Ein paar Legenden sind zwischendrin dabei. Der Carr. Emmanuel Sanders. Und schon kommen wir wieder zu unserem Blau. Und das ist nämlich das Interessante, das Spannende, würde ich mal so schätzen. Da haben wir einen Chiefs-Spieler mit Sammy Watkins in Blau. Sehr schön. Chiefs-Spieler nehmen wir all day long, Sammy Watkins. Dann die zweite ist eine Julian Edelman, auch die ist geht in Ordnung. Von den Patriots, jetzt kommt unsere Rookie-Karte. Das ist eine Saquon Hampton Rookie-Karte. Okay. Also die Rookie-Karten, die hätten besser sein können bisher, die blauen. Und mal schauen, wer unsere Image Variation ist. Es ist eine John Elway, wie er hier auf der Bank sitzt oder so. Legende. Für die Bronco-Fans. Und dann haben wir, glaube ich, eine Highlights-Karte. Eine Mike Evans. Ne, so eine Throwback-Karte ist es. Eine Mike Evans für die Bucks. Auf jeden Fall nice. Davon gab es ja bei der letzten Donruss Soccer-Serie von Fußball auch so ähnliche Kartentypen. Kartenart. Da haben wir unsere Rookies mit Scott Miller, Drew Sample und Dexter Williams. Und schon kommen wir zum letzten Päckchen für heute. Also, es macht einfach Spaß, Packs zu öffnen. Und mal schauen, ob wir jetzt noch eine Patrick Mahomes im letzten Pack bekommen. Nein, die Rookie. Ich glaube, die Base-Karte ist die letzte Chiefs-Karte, die uns fehlt von dieser Serie. Randy Moss. Da haben wir Tony Gonzalez. Legende. Bennett Cunningham. Aaron Rodgers. Was haben wir noch? Nick Foles. Deshaun Watson. Base, Raquan Smith und Nick Mullins. Und schon kommen wir wieder zu den blauen Karten. Ein Browns-Spieler. Und zwar Denzel Ward. Das ist unsere erste blaue. Dann haben wir Lawrence Taylor. Diesmal als blauen. Den hatten wir eben schon als Insert gehabt. Unser Rookie. Komm. Das ist eine Trevion Williams. Also die Rookies, die waren heute nicht so krass, muss man sagen. Dann haben wir eine Jameis Winston Image Variation, glaube ich. Jameis Winston. Also die Image Variations finde ich richtig cool, dass es sowas gibt. Also die Sick One war, glaube ich, meine Favorite. Image Variation immer noch. Aber Lamar Jackson ist auch immer nice, wenn man den pullt. Jameis Winston. Und jetzt haben wir eine umgedrehte Karte.
Wir schauen uns aber erstmal wieder die Rookies an. Da haben wir Byron Murphy, Dean und Rated Rookie Allison. Okay. Und jetzt unsere letzte Karte. Mal schauen, was das überhaupt ist. Es ist eine Dominators Tom Brady Karte. Diese Dominators, ich weiß auch, ich glaube, eine Blasterbox habe ich geöffnet von diesen Donruss. Direkt als sie rauskamen. Und diese Dominators Karten waren damals schon meine Favorites. Also auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Karte von Tom Brady hier. In seinem letzten Patriots-Jahr. Auf jeden Fall sieht sehr schick aus. Und damit war es das von diesem Video. Also wir haben hier in jedem Pack eine unterschiedliche Inside-Karte bekommen. Was auf jeden Fall auch nice war. Und eigentlich auch alles ganz gut. Spieler, paar Chiefs-Karten bekommen. Dann haben wir hier unsere Image-Variation. Also ich finde die geil. In Blau. Auch hier zweimal Lamar Jackson, was natürlich ziemlich nice ist. Und dieses Saquon Barkley sieht einfach nur richtig geil aus. Und das Blaue passt natürlich zu den Giants. Also ist auf jeden Fall eine richtig, richtig coole Karte. Das war es auf jeden Fall von mir für heute. Das war mal wieder NFL-Karten, mussten mal wieder auf dem Kanal erscheinen. Und ja, das war es von mir für heute. Wir sehen uns bald wieder hier bei Bills United. Ciao.